Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video, ja, möchte ich dir meine 9 Tipps geben, falls du jetzt im Network Marketing starten willst, falls du als Einsteiger ja jetzt im Network Marketing loslegen willst. Die 9 Tipps, die sind jetzt nicht chronologisch oder irgendwie geordnet, sondern einfach so, wie sie mir eben einfallen und eingefallen sind. Und ja, ich werde auch jetzt das nicht auf jeden Punkt einzeln im Großen eingehen. Dazu gibt es schon viele andere Videos, die ich hier auf meinem Kanal zu den einzelnen Punkten erstellt habe. Möchte aber jetzt einen kleinen kurzen Überblick über diese 9 Punkte geben, damit du ja dich orientieren kannst und aufgrund dessen dann eben halt weiter aufbauen kannst. Wichtig ist der erste Punkt. Mach dir ein klares Bild über Network Marketing. Ja. Nur wenn du ganz klar weißt, was Network Marketing ist und was Network Marketing nicht ist, ja, dann kannst du voll und ganz hinter der Sache stehen. Deswegen, du musst es schaffen, deinen Glauben, ja, an Network Marketing zu stärken. Du musst es schaffen, deinen Glauben bezüglich deines Unternehmens und der Produkte zu stärken, weil du wirst es gegenüber deinem Umfeld und deinen Mitmenschen, denen du so tagtäglich begegnen wirst, du wirst es brauchen. Ja, und wenn du nicht weißt, was Network Marketing tatsächlich ist und warum du in deinem Unternehmen gut aufgehoben bist, ja, dann bist du immer anfällig für irgendwelche Meinungen anderer, ja, die sich mit Network Marketing vielleicht gar nicht auskennen oder die jemanden kennen, der mit Network Marketing schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen ist es so wichtig, verschaff dir einen Überblick, was Network Marketing ist und was Network Marketing nicht ist, ja. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, es ist kein schnell reich werden System, zumindest nicht für die, die im Network Marketing starten. Wenn du schon 20 Jahre im Network Marketing aktiv bist und 20 Jahre ein gutes Netzwerk gepflegt hast und heute nicht mehr hinter deinem Unternehmen stehen kannst und woanders hinwechselst und einen großen Teil deines Netzwerkes mitnimmst, dann kannst du natürlich auch relativ schnell viel Geld verdienen. Aber für jemanden, der im Network Marketing ganz normal anfängt, ja, und seine ersten Schritte macht, sein Netzwerk erst aufbaut, seine ersten Gehversuche macht. Du musst da einfach ein bisschen Zeit mitbringen und bereit sein, 1 bis 2 Jahre dafür auch zu investieren. Network Marketing ist ein Beruf wie jeder andere auch, den man erlernen kann und den man auch erlernen sollte. Nur mit dem Unterschied, dass du während deiner Ausbildungsphase eben bezahlt wirst. Also mach dir ein klares Bild über Network Marketing, stärke deinen Glauben. Dann werde die Person, die du in Hülle und Fülle sponsern willst. Nochmal, werde die Person, die du in Hülle und Fülle sponsern willst. Im Network Marketing ist so, die Menschen machen nicht, was du sagst, sondern die machen das, was du machst. Und deswegen musst du die Person werden, ja, die du in deinem Team auch haben willst. Das heißt, du musst die Dinge heute tun, die du möchtest, dass andere die später auch tun, weil die Menschen werden es dir nachmachen, ja. Und deswegen musst du dir überlegen, welche Charaktereigenschaften musst du dir antrainieren, musst du erlernen, musst du verfeinern, verbessern, ja, damit du dann auch später die Leute anziehst, die eben diese Charaktereigenschaften haben, ja. Wenn du erwartest, dass andere Menschen Termine ausmachen, dann solltest du selbst bereit sein, Termine auszumachen. Ja, und solltest es auch oft getan haben, ja, um auch den Menschen da als gutes Vorbild voranzugehen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, finde für dich das richtige Unternehmen und das richtige Produkt. Finde ein Produkt, für das du dich wirklich begeistern kannst. Nicht nur das Geld sehen, ja, sondern finde auch ein Produkt und ein Unternehmen, wofür du dich begeistern kannst. Weil dann, ja, ist ein Punkt erfüllt, der sehr, sehr wichtig ist im Network Marketing, nämlich Langlebigkeit. Duplikation entsteht nicht immer über Nacht, ja, sondern da muss man davor schon richtig viel tun, dass eine gewisse Anzahl an Leuten kommt, dass das System weiter bis in die tiefsten Ebenen einfach umgesetzt wird. Ja, also das System muss auch stimmen, kommen wir gleich noch dazu. Und wenn diese Voraussetzungen da sind, dann dauert es eine Zeit lang, bis du quasi so eine Art Momentum hast, ja,
wo das Team von sich heraus dann wächst. Aber diesen Punkt, den musst du erreichen und den musst du anschieben. Und wenn du jetzt nicht etwas hast, wovon du begeistert bist oder woran du wirklich glaubst, woran dir wirklich liegt, dann hast du die Situation, dass du vielleicht ein halbes Jahr dran bleibst oder ein Jahr dran bleibst, dann findest du ein anderes Produkt, wo du sagst, oh, das wäre auch gut, die Sachen ergänzen sich ja, man kann beides machen. Und in dem Moment, wo du so schon anfängst, dann fängt im Prinzip an, das Ganze schon nicht mehr zu funktionieren. Ja, wichtig ist, finde etwas, wo du sagst, da möchte ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre damit verbringen und widme dich der Sache mit deiner ganzen Hingabe. Dann ist der nächste Punkt, das ist Punkt Nummer 4, halte dich an das System. Halte dich an das System, was dir von deiner Upline gegeben wird, was dir vom Unternehmen gegeben wird, ja, und führe das fort. Warum? Die Menschen dort, ja, sofern sie nicht gerade erst angefangen haben, die machen das schon über einen gewissen Zeitraum und haben dementsprechend ihre Erfahrungen in das System mit einfließen lassen und wissen genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn du jetzt beginnst und anfängst, das Rad neu zu erfinden, ja, dann werden deine Partner das auch machen. Und die Partner von den Partnern werden das auch machen. Und dann hast du im Prinzip schon nach 3, 4 Ebenen unter dir die Situation, dass nichts mehr funktioniert, weil die Duplikation nicht mehr funktioniert. Ja? Deswegen wichtig, halte dich an das System und setz das System auch um und gib auch dieses System 1:1 so weiter. Nächster Punkt, Punkt Nummer 5. Beachte das Gesetz der großen Zahl. Ja? Oft habe ich die Aussagen, ah, das Gespräch funktioniert bei mir nicht, das funktioniert bei mir nicht. Und wenn ich dann als Nachfrage, ja, mit wie vielen Menschen hast du denn schon gesprochen, dann höre ich manchmal so Zahlen, ja, ich habe 50 Leute angerufen. Dann sage ich, angerufen oder gesprochen? Dann, ja, angerufen. Dann sage ich, wie viel hast du erreicht? Dann waren es 20. Dann sage ich, von den 20, wie viele haben dann dementsprechend sich die Präsentation angesehen? Ah ja, 10. Ja, und in dem Moment, wo ich dann schon die Zahl 50 oder 20 oder 30 höre, da weiß ich schon, das ist doch keine Aussage, ob ein Gespräch funktioniert oder nicht. Ja, sondern du brauchst ja eine gewisse Schlagzahl, um überhaupt ja eine aussagefähige ein aussagefähiges Feedback zu kriegen. Ja, wenn du eine Person anrufst und die sagt, nee, ich habe kein Interesse, dann hat es ja nichts mit dem Gespräch zu tun. Ja, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass nicht jeder Kunde wird oder nicht jeder Vertriebspartner wird. Und Network Marketing ist ganz wichtig, Gesetz der großen Zahl. Finde heraus, was deine Quote ist. Und dann, wenn du, also mach, wenn du zum Beispiel, bleib mal in der Telefonakquise, mach genügend Anrufe, ja, bis du irgendwann eine Quote entdeckst. Ja, also notiere dir, wie viele Anrufe hast du gemacht, wie viele Leute hast du erreicht, wie viele von den Leuten haben sich die Präsentation angesehen, wie viele haben dann begonnen. Ja, so, und dann kannst du dir deine Quoten daraus ableiten. Und dann weißt du, was du jeden Tag zu tun hast. Und wenn du dann auf Dauer die Quote verbessern willst, ja, wenn du jetzt eine gewisse Anzahl schon gemacht hast, also 200, 300 Telefonate, ja, dann kannst du hergehen und kannst sagen, okay, jetzt fange ich an, an meiner Quote zu arbeiten, die Quote zu verbessern, aber nicht bei 10 Anrufen, ja, oder bei 10 geführten Gesprächen. Also, und selbst wenn du deine Quote nicht verbessern willst, du weißt, was deine Quote ist, und wenn du dich an diese Zahlen hältst, wenn du weißt, dass du jeden Tag 10 neue Kontakte machen musst, um am Ende der Woche eine neue Person für dein Geschäft zu rekrutieren, dann ist das ein Stück weit Sicherheit, weil dann weißt du, was du tagtäglich tun kannst, und dann liegt der Erfolg nicht mehr in den Händen anderer, sondern in deinem. Ja, weil du einfach weißt, ich mache jeden Tag das, was zu tun ist, um mein Ziel zu erreichen. Gibt dir Orientierung und gibt deinem Handeln dann auch einen Sinn. Punkt Nummer 6, mach dir klar, wer dein Kunde sein soll, und mach dir klar, wer dein Vertriebspartner sein soll. Notier dir das, was du erwartest, ja, und was du bereit bist zu geben. Mach dir ein klares Bild, wer dein idealer Kunde ist. Mach dir ein Bild, wer dein idealer Partner ist. Weil nur dann, wenn du dir das einmal gemacht hast, dann weißt du auch, wenn die Person vor dir steht, und du weißt auch, wie du die Person ansprechen musst, welche Motive sie hat, etc. Also ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Punkt 7, mach jeden Tag Marketing,
und lerne jeden Tag Marketing. Ja, das heißt, lerne verkaufen, lerne, wie du präsentierst, lerne, wie du mit anderen Menschen kommunizierst, lerne verschiedene Techniken, wie du es schaffen kannst, dass Menschen auf dich zukommen, dass du sie vorqualifizieren kannst. Lerne Marketing und das jeden Tag, ja, und mach es jeden Tag, weil nur zwischen Theorie und Umsetzen, wenn du das beides machst, dann kriegst du was, was sich Erfahrung nennt. Und weißt somit, was du, was bei dir funktioniert und was du weiter verfolgen solltest und was nicht. Aber wichtig, halte dich trotzdem ans System, ja, und lerne dann alles, was es über Network Marketing dementsprechend zu wissen gibt. Werd Profi in dem Bereich. Täglich zwei, ja, das ist Tipp Nummer 8. Sorge dafür, dass du täglich dein Netzwerk um mindestens zwei Personen erweiterst und dass täglich zwei Menschen sich deine Präsentation anschauen, beziehungsweise die Geschäftspräsentation deines Unternehmens. Ja? Sorge dafür, dass du täglich mit zwei Menschen über das Geschäft sprichst, dass diese sich das Geschäft wirklich von A bis Z angucken und dass du täglich zwei neue Menschen ja, in dein Auftragsbuch, in deine Kontaktliste, in deine Namensliste, wie auch immer es bei dir im Unternehmen heißt, ja, neu hinzufügst, dann hast du niemals Kontaktmangel, ja, und du kannst immer aufs Neue, ja, neue Menschen kontaktieren, Follow-up nutzen, etc., ja. Dann, letzter Punkt, Punkt Nummer 9, ist dann das Follow-up, ja. Sprich mit deiner Upline darüber, wie du Menschen, die jetzt im ersten Moment vielleicht Nein zu deiner Geschäftsmöglichkeit gesagt haben, wie du diese Menschen kontaktierst, wie du diese Menschen ansprichst, ja, wie oft du nachfasst, wie die Nachfasstelefonate aussehen, wie, oder wenn du das Ganze über WhatsApp machst, wie sehen dann die Gespräche aus über WhatsApp etc., ja, oder wenn du mit E-Mail-Marketing arbeitest, wie sind die E-Mails gestaltet zum Nachfassen, ja, wie ist das System? Sprech das mit deinem Sponsor, mit deiner Upline durch, damit du ganz klar weißt, wie oft, wann und wie du nachfährst. Ja, also Follow-up machen. Wichtig ist, dass du Follow-up machst, weil die meisten machen es nicht. Und in dem Moment, wo du anfängst, Dinge zu tun, die die meisten nicht machen, hast du schon mal einen Vorteil gegenüber den Leuten, die es nicht machen. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Hinterlass gerne auch einen Kommentar, deine Meinung, deine Anregungen zu dem Thema. Natürlich sind diese Tipps jetzt nicht vollständig und in Stein gemeißelt. Also wenn du noch Ergänzungen hast, dann ja, hau sie in die Kommentare unten rein. Ich freue mich da von dir zu hören. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Wenn du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, unterhalb des Videos findest du weitere Infos oder nimm einfach Kontakt mit mir auf über das Kontaktformular. Können wir einfach gucken, ob das ja, zwischen uns beiden dann passt. Genau, in diesem Sinne maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.